Max, dein Ellenbogen ist offen, die Hose ist zerfetzt. Das war ein epischer Kampf heute. Ja, also fällt mir wirklich schwer, das heute in Worte zu fassen. Man kann es eigentlich nicht glauben, dass man so lange so hart leiden kann. Es war wirklich eine prägende Erfahrung heute. Du bist ein sehr starkes Rennen gefahren. Man hat es auch gesehen, du warst in der Gruppe mit dabei, hast viel Arbeit gemacht. Bist mehrfach gestürzt. Hat dir das dann, woher nimmst du deine Energie zu sagen, drauf, weiter geht's? Ja, also ich glaube, physisch lief es heute wirklich super, super gut. Am Anfang lief es eigentlich so gut, dass ich da ein bisschen zu motiviert war und definitiv da auch Kräfte unnötig gelassen habe, auch die Vierergruppe mit Luke Rowe. Im Endeffekt bin ich auf dem Sektor, als wir weggefahren sind, einfach nur im Hinterrad geblieben und dann hatten wir eine Lücke. Aber da muss ich ehrlich sagen, das waren dann die folgenden Kilometer, habe ich definitiv Kräfte verschleudert. Aber ist mir im Endeffekt auch egal. Ich habe heute absolut alles gegeben und bin super, super zufrieden. War das heute auch so ein Tag, wo du gesehen hast, ja, ich kann bei Paris-Roubaix, der Königin der Klassiker, ganz vorne mitfahren, jetzt auch mit Blick in die Zukunft? Ja, also ich glaube, ich war ja jetzt schon ziemlich weit vorne. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich bin 12. geworden, stimmt das? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, also im Endeffekt waren dann heute dann nur 11 Leute besser. Ich glaube, dass ich schon einige Sachen richtig gemacht habe, aber ich habe definitiv auch noch Potenzial. Offensichtlich habe ich mich auch zweimal auf die Schnauze gelegt, was den Umständen entsprechend, glaube ich, noch okay ist. Aber also ich denke, ich habe die Beine, um hier vorne zu landen und bin super zufrieden. Kann man sowas irgendwie genießen? Also ich muss sagen, als ich hier Flamme Rouge gesehen habe, hat es mich schon übermannt und dann musste ich auch mich zusammenreißen, noch den letzten Kilometer Vollgas zu fahren, weil ich wollte ja dann auch noch 12. werden. Aber einfach unfassbar. Man weiß gar nicht, was man sagen soll.